Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Die Season of Discovery ist auf dem Weg und damit auch einiges zu entdecken, unter anderem auch das neue Klassenrunensystem. Und genau darum geht es auch heute, denn wir schauen uns alle bisher bekannten Druiden-Klassenrunen an. Stand jetzt habe ich noch keine deutsche Version davon gefunden, daher zeige ich euch das Original und übersetze es logischerweise auch direkt. In diesem Sinne, ab zu den Druiden-Klassenrunen. Die Runen sind in drei Blöcke aufgeteilt. Einmal Brust, dann Handschuhe und dann nochmal Beine. Den Anfang macht Überleben der Stärksten. Das kennen wir schon spätestens aus Lich King, das reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass wir durch Nahkampfangriffe kritisch getroffen werden um 6% und zusätzlich verringert das den gesamten erlittenen Schaden um 10%. Wenn wir uns in der Bärengestalt befinden, wird der Schaden sogar um weitere 10% reduziert. Ja, ist also eigentlich klassisch für ein Bärchen, das ist halt eine Tankunterstützung, um es halt damit einfach ein bisschen leichter zu haben. Kann aber natürlich auch andersweitig genutzt werden. Dann sind wir bei Samenkorn des Lebens. Ja, auch eine Fähigkeit, die wir aus den jüngsten Classic-Addons kennen. Und zwar, wenn ein Heilzauber kritisch trifft, dann wird dem Ziel ein Samenkorn eingepflanzt, was das Ziel nochmal um 30% der geheilten Menge heilt, sofern das Ziel nochmal angegriffen wird. Also wir haben einen kritischen Heileffekt auf dem Tank, der Tank wird dann nochmal getroffen von dem Mob und dann kommt nochmal 30% Heilung. Oder halt im PvP genau das gleiche. Dann haben wir wilde Stöße. Wenn wir uns in der Katzen- oder Bärengestalt befinden, erhalten Gruppenmitglieder im Umkreis von 20 Metern bei jedem Nahkampftreffer eine Chance von 20%, einen zusätzlichen Angriff auszulösen, der nochmal 20% mehr Angriffskraft hat. Und der letzte Satz hier ist wichtig, wenn wir schon ein Windfury-Totem in der Gruppe haben, dann funktioniert das nicht. Das ist hier also quasi ein Windfury-Totem, was aber in diesem Fall der Druide bekommt. Ist also zum Beispiel an Allianzspieler gerichtet, die normalerweise kein Windfury-Totem haben, damit hätten sie dann eins und ist auch ziemlich stark. Gut, dann haben wir Wut des Sturmgrimms oder auch Fury of the Storm Rage. Das ist ein bisschen schwierig, weil das ist eine neue Fähigkeit, die ich persönlich, weil ich ja eher an der Eule gebaut bin, auch sehr interessant finde. Und zwar reduziert diese Rune die Mana-Kosten von Zorn um 100%. Und jedes Mal, wenn man Zorn benutzt, erhält man eine 12%ige Chance, dass der nächste Einsatz von heilende Berührung innerhalb von 15 Sekunden ein Sofortzauber ist. Das heißt zum einen, dass man halt dauerhaft Zorn machen kann und damit nicht mehr, zum Beispiel als Eule, innerhalb von 20 Sekunden kein Mana mehr hat. Und zusätzlich hat man auch beim Leveln hier eine ziemlich coole Funktion, dass man sich halt einfach hochheilen kann. Ist eventuell im PvP und auch im Raid interessant. Das wird sich zeigen, vielleicht als Füller, vielleicht aber auch in irgendeiner anderen Form. Finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Dann haben wir Sonnenfeuer. Das kennen wir jetzt im Classic-Universum noch nicht, das kam auf Retail ein bisschen später. Und zwar ist das quasi ein zusätzlicher Dot. Das machen wir auf einen Gegner und funktioniert so wie das Mondfeuer. Das Ziel kriegt erstmal initial Naturschaden und dann über 12 Sekunden nochmal weiteren Naturschaden. Darüber hinaus wird allerdings, wenn man in der Bären- oder Katzengestalt ist, das Mondfeuer durch dieses Sonnenfeuer ersetzt. Das heißt auch, dass man diese Fähigkeit dann als Bär oder Katze einsetzen kann. Damit kann man das als zusätzlichen Dot nutzen oder halt auch einfach zum Pullen von Gegnern oder was auch immer. Ist eine ziemlich interessante Ergänzung. Zusätzlich profitiert dieser Zauber auch noch von allen Effekten, also auch Talenten, die Mondfeuer betreffen. Das heißt, wenn jetzt in irgendeinem Talent drinne steht, Mondfeuer hat 5% mehr Crit, dann trifft das auch auf Sonnenfeuer zu. Weiter geht's mit Aufschlitzen. Das ist ein Dot, der macht über 15 Sekunden lang Schaden und pro Anwendung, das ist 5-mal stapelbar, wird der Schaden von diesem um 20% erhöht. Erzeugt ein hohes Maß an Bedrohung, ist also auch eher was für unsere Bärchen. Ist quasi eine zusätzliche Fähigkeit, damit der Bär ein bisschen was zu tun hat und auch ein bisschen mehr Akku halten kann. Dann kommen wir zu Wildwuchs, kennen wir auch schon. Hier werden alle Gruppenmitglieder innerhalb von 15 Metern einfach 7 Sekunden lang geheilt. Die geheilte Menge ist zunächst relativ schnell und wird dann immer langsamer. Das heißt, am Anfang bekommt ihr da ein bisschen mehr Tempo auf die Spur. Und der letzte bei den Handschuhen ist Zerfleischen. Ja, wir machen einmal 160% des normalen Schadens und das Ziel erleidet eine Minute lang 30% zusätzlichen Schaden durch Blutungseffekte und durch Schreddern. Ist also eher was für unsere Katzen, weil dadurch wird einer der Hauptangriffe einfach stärker. Aber wie gesagt, auch Blutungseffekte, so einen Effekt hatten wir ja gerade schon bei der Bärchenfähigkeit Aufschlitzen und daher generell hier eher was in Richtung Feral. Und auch hier der Hinweis, diese Fähigkeit profitiert von allen Effekten, die auch bei Klaue bzw. Zermalm angewendet werden. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen Proc habt oder ein Talent oder sonst was, das halt eigentlich auf diese Fähigkeiten geht, dann wird hier auch Zerfleischen davon profitieren. Kommen wir zu den Beinen. Hier haben wir Sternensog. Ist auch eine Fähigkeit, die es ein bisschen später gab im WoW-Universum. Das ist quasi einfach eine arkane Kugel, die geschossen wird und dann halt Arkanschaden macht. Dient halt einfach als zusätzliche Fähigkeit, geht hier auch in Richtung Eule. Profitiert auch von den meisten Talenten bzw. Effekten, die auch auf Zorn bzw. Sternfeuer wirken bzw. diese auslösen. Dann kommen wir zu Blühendes Leben. Auch hier kennt man zumindest in ähnlicher Form aus den aktuellen Classic-Erweiterungen. Zum einen wird die globale Abklingzeit von Verjüngung und auch von Blühendes Leben reduziert, und zwar um 0,5 Sekunden. Das heißt, ihr könnt nach den beiden Fähigkeiten einfach eine halbe Sekunde schneller wieder was anderes machen oder halt die gleichen Sachen. Und zum anderen ist es halt ein zusätzlicher Hot, der 7 Sekunden lang tickt, dabei halt pro Sekunde heilt und 3-mal stapelbar ist.
Und wenn die Fähigkeit ausläuft, beziehungsweise im PvP auch gebannt werden sollte, dann bekommt der Druide die Hälfte der Mana-Kosten einfach wieder zurück. Als vorletztes haben wir Schädelstoß. Das ist eine Ergänzung für den Druiden, der bisher keinen so richtigen Unterbrechungseffekt hat. Das heißt, wir haben hier einmal einen Ansturm, das geht innerhalb von 13 Metern. Und wenn das Ziel einen Zauber wirkt, dann wird das unterbrochen und diese Art von Magie wird dann für 2 Sekunden nicht mehr möglich sein. Ist also auch eine zusätzliche Erweiterung im Toolkit, ist im PvP sicherlich interessant, im PvE hier und da bestimmt auch. Und das letzte, wildes Brüllen. Auch eine bekannte Fähigkeit, ist ein Finisher und die Katze verursacht dann einfach pro Kombopunkt länger 30% mehr physischen Schaden. Mit einem Kombopunkt sind es dann 14 Sekunden, mit 2 19, mit 3 24 und so weiter. Und damit sind wir die Druidenruden auch schon durch. Insgesamt kann man sagen, dass das Toolkit von einem Druiden ziemlich erweitert wird. Wie gesagt, Blizzard bedient sich hier größtenteils einfach von späteren Addon, aber besonders, dass der Druide jetzt quasi den Windfury kriegt, ist schon ziemlich interessant. Schauen wir mal, was da die Zukunft noch so bringt. Okay, das waren die bisher bekannten Druidenruhen. Viele davon kennt man wie gesagt wahrscheinlich bereits, wenn man außerhalb von Vanilla Classic unterwegs ist, aber hier und da gibt es dann doch eine Änderung oder auch mal was komplett Neues. Wenn ihr noch mehr über WoW Classic erfahren wollt, schaut euch gerne noch diese beiden Videos an. Ansonsten danke ich fürs Zuschauen, wünsche noch viel Spaß in der Welt von WoW und sage bis zum nächsten Mal.